Da kommen wir irgendwie nicht rüber. Inventar ist voll, ja. Leider. Deswegen nehme ich aktuell nur noch Stein mit. Oh, was haben wir denn da drüben noch? Ich komme hier nicht rüber. Okay, wir gehen ganz kurz zurück. Ja, ich weiß, du willst schlafen. Kannst du gleich? Ach so, Inventar ist auch so voll, okay. Das ist keine Briefe. Ach so, ich wollte ja auch hier hin. Wir verkaufen den Stein. So, aber jetzt gehen wir schlafen. Ja. Tag 3. Ich nehme kurz ein Schlückchen Kaffee. So, wir haben 126 Gold gemacht. Es gibt jeden Tag ein bisschen mehr. So, und jetzt direkt zum Schmied. Ich will wissen, was er uns da bei dieser Geode gibt. Wir haben keine Energie. Wahrscheinlich, weil wir so spät schlafen gegangen sind, wa? Vögelchen! Kekse! Cool, ich habe Kekse gefunden. Okay, jetzt haben wir wieder volle Energie. Das ist ja cool. Es ist verschlossen, ab 9 Uhr ist offen, okay. Da-da. Da-da-da-ba-da-ba-ba. Was ist das denn hier für eine Flasche? Was ist das denn für eine Flasche? Da-da-da-da. So, mal gucken, ob der schon offen hat. Oder können wir hier rein? Was ist das schon? Das war der Geologe, ne? Ab 8 Uhr hat der offen. Ab 9 Uhr, okay. Wir können ja noch ein bisschen angeln. Oh, da ist nix. Da, 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 da. Aha. Treffer! Ich hole dich raus! Das ist gar nicht mal so einfach. Nein! Alter! Was für ein gemeiner Fisch das war. Oh, das war zu früh. Na? Toll. Grünalgen. Noch einmal, dann gehen wir rein. Treffer. Jetzt haben wir ihn.
wieder ein Gotteslachs, aber ich glaube, ein bisschen größer als der letzte, ne? So, wir gehen jetzt mal hier kurz rein. Nein, doch nicht die Angel werfen. Oh, was ist das denn? Hier fehlt ein Buch. Okay. Howdy! Hallo, willkommen im Sternentautaler Archäologenbüro. Das ist peinlich, aber der letzte Museumsdirektor hat sich mit der ganzen Sammlung aus dem Staub gemacht. Wir haben keine Artefakte, die wir hier ausstellen können. Aber ich hoffe, wir können das bald ändern. Falls du irgendwelche Artefakte oder Mineralien da draußen findest, kannst du es mich wissen lassen. Okay. Hat er jetzt gezählt als Dingens? Nein. Hallo. Laden, Werkzeug verbessern, Geode aufbrechen. Oh. Wow. Toll. Da war ja... Das hat sich ja gelohnt. Oh. Laden. Kupfer, Kohle, Erz, okay. Von uns will er nix. Okay. Das hat sich ja sehr gelohnt. Da war noch ein Zettel, warte. Da war noch ein Zettelsche. Ein Stapel von Plänen zur Metallbearbeitung. Okay. So, das war wohl nix. Aber wahrscheinlich könnte man da schon mal was Tolles rauskriegen aus dieser Geode. Sonst wäre es ja nicht so teuer. Es würde ja sonst keinen Sinn ergeben. Da, 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 da. Ich möchte zu Abigail. Abigail, Abigail. Ich möchte dich kennenlernen tun. Abby, komm doch mal raus jetzt. Was für ein böser Mensch. Ein ganz, ganz böser Mensch. Wer ist das hier? Caroline. Ich frage mich, ob ich Pierre dazu bringen kann, heute das Abendessen zu machen. Das weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer weiß das so genau? Da, 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 da. Boah, das wäre schon nice. Aber ich habe leider zu wenig Geld. Ey, Boss, ich brauche mehr Geld. Da, da, da. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen angeln. Hayley. Du bist der neue Bauernjunge, oder? Oh, ich bin Hayley. Wenn du nicht diese entsetzlichen Klamotten tragen würdest, wärst du vielleicht sogar recht süß. Oh, du alte Schrulle, du. Oh, warte. Wir haben viel Glück, in einer kleinen Stadt wie unseren eine Bibliothek zu haben. Wenn du dich in einem Buch verlierst, vergisst du schnell die Realität. Vielleicht lese ich deswegen so gerne. Entschuldige, meine Gedanken sind etwas abgeschweift. Ist kein Problem. Magst du vielleicht Fisch haben? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass die gerne Fisch mag. Oh, der ist am Musik machen. Oh, hallo, Kleiner. Na? Ich bin hungrig. Wo ist Mama? Die sitzt doch hier. Dir gehört also der Hof. Was? Interessant. Ich habe vorher noch nie einen Bauer getroffen. Vielleicht kannst du mir eines Tages zeigen, wie man Gemüse anpflanzt. Ja klar. Gib erstmal einem Jungen was zu essen. Das ist nicht besonders lustig. Oh. Der hatte doch Hunger. Na toll, jetzt ist der Fisch weg und... Ja. Naja.
Oh, was sehe ich denn da? Wenn das nicht ein Zeichen ist. Da, da, da. Da-bi-du-bi-da. Oh, das war zu früh. Du-du-bi-du, ich angle nen Fisch. Bitte gib mir nen Fisch. Einen kleinen Fisch. Das ist wieder so ein anstrengender, wa? Ich brauche, glaube ich, eine bessere Angel. Nein. Ja. Schon wieder Gottes Lachs. Toll. Immer dasselbe, du. Was? Bist du bescheuert? Hier drüben. Hier spielt die Musik. Ach so, was? Durchweichte Zeitung? Was will ich denn? Ist das vielleicht etwas für... Wo ist sie denn jetzt? Oh. Moment. Den haben wir noch nicht kennengelernt. Sam, die Wolken sehen zu dieser Zeit im Jahr großartig aus, oder? Wie kleine Vanilleeiskugeln, die auf blauer Himbeersoße treiben. Vielleicht bin ich auch einfach nur hungrig. Das glaube ich auch. Dabei ist mir gerade eingefallen. Oh. Ach so, die will nicht reden. Red mit mir, bitte, bitte. Ich müsste noch meine Pflanzen gießen, ist mir gerade eingefallen. Pflanzen gießen, eieiei. Pflanzen gießen, schubiduab. So. Mhm. Immer schön die Pflanzen gießen, Pflanzen gießen, Pflanzen gießen. So, wir kümmern uns mal ein bisschen um den Hof, ne? Hä? Da passiert nichts, okay. So, ich glaube, ich muss immer ein bisschen das Zeug da reinpocken. Sonst habe ich zu wenig Platz. Ist ziemlich schleimig. Oh, das gibt... interessant. Okay, dann... Verkaufen wir das nicht. So, machen wir hier mal ein bisschen den Weg frei. Das braucht gar nicht mal so viel Energie, habe ich gerade bemerkt. Holz und sowas verbraucht dann deutlich mehr Energie. So. So. Dann hauen wir mal hier das Bäumchen weg. Ja, das frisst dann doch ein bisschen mehr Energie. Gut, das ist natürlich auch anstrengender, ne? Das muss man schon sagen. So. So. Ich weiß nicht, ob wir, wenn wir das Zeug hier weghauen, ob wir dann irgendwie auch fortschrittstechnisch ein bisschen weiterkommen. Könnte ich mir vorstellen. So.
Ich glaube, ich muss mal wieder das Zeug ein bisschen ablegen hier. Ja, was ist das hier? Kann ich da was machen? Kann ich da Holz reinlegen? Nö. Da ist eine Hand, aber ich weiß nicht warum. Ich kann da nichts machen. Ich kann da nichts machen. Alter, braucht das viel Energie, so einen Baum zu fällen. Kross, kross. Da kann ich auch nichts machen, außer dran rütteln, ne? Gerüttelt, nicht gerührt, ne? Was ist das hier eigentlich? Das sieht komisch aus, wie so ein Hundehaufen. Wie so ein Hundehaufen. So, ich glaube, wir gehen dann auch bald schon mal ins Bett hier. So, wir sind nämlich eh müde und wir haben kaum... Was war das denn? Ach so, ein Vogel oder so. Ah, lala. Nee, warte, er ist noch hier. So. Und schlafen gehen. Ja. So langsam ernähren wir uns mit Geld, ne? Es wäre halt gut, wenn wir diese Sardinen-Dingens kriegen würden. An unsere geschätzten Joja-Marktkunden. Unser Teammitglieder haben den lauen Rutsch, der durch unsere Bohroperation in der Nähe des Bergsees ausgelöst wurde, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind. Gemäß Absatz blablabla, Joja GmbH, Gesetzesänderung, verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen das für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Unfall eventuell bereitet hat. Wie immer bedanken wir uns für eure fortwährende Unterstützung. Maurice, Repräsentant für, ja, Kundenzufriedenheit. Oh. Wir können endlich was ernten. Juhu. Cool. Nee. Dann hier noch gießen. Knopf daneben ist auch vorbei. Oh, wir haben keine Samen mehr. Das bedeutet ja wohl jetzt... Soll ich das verkaufen oder nicht? Eine Frühlingsgenau irgendwie mit einer Karotte verwandt. Nö. Geschmackfüller, Nährwertestoff. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den verkaufen soll oder nicht. Fertig, erste Schritte. Wenn du ein Bauer werden willst, musst du... okay. Wir haben was erreicht. Neu. Tiere aufziehen. Robin, örtliche Schreiner, lebt in einem Materialien, Geld bauen oder Gebäude. Mit Hilfe kannst du Hühnerstall oder Stall bauen, damit du Tieren züchten kannst. Nice.